Herzlich willkommen zum Reichsdeputationshauptschluss, dem Podcast für Rechtsgeschichte von der Antike bis in die Neuzeit. Heute Folge 1. Wie im Teaser angekündigt, soll es in dieser ersten Folge um den Sachsenspiegel gehen. Der Sachsenspiegel ist die erste schriftliche Quelle, das erste bekannte Rechtsbuch in Deutschland. Sein Verfasser war Eike von Repgow, der wohl zwischen 1180 und 1190 geboren worden sein soll und jedenfalls nach 1233 gestorben sein soll. Der Namenszusatz von Repgow deutet auf die Ortschaft Reppichau im heutigen Sachsen-Anhalt hin. Mehr ist über den Verfasser im Grunde nicht bekannt, selbst sein genauer Geburtsort und sein genauer Lebensweg sind unter Historikern umstritten. Der Sachsenspiegel ist kein Gesetzbuch wie das BGB oder das Strafgesetzbuch, es stellt vielmehr eine private Arbeit des Eike von Repgow dar. Auch das Datum der Entstehung des Sachsenspiegels lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Entstanden ist er jedenfalls vor 1235, da er den Mainzer Landfrieden noch nicht kennt. Dies lässt sich daraus ableiten, dass das Herzogtum Braunschweig, das im Zuge des Mainzer Landfriedens errichtet wurde, im Sachsenspiegel unerwähnt bleibt. Er muss wohl jedoch nach 1224 verfasst worden sein. Dies wiederum lässt sich aus der Tatsache folgern, dass der Feuertod für Ketzer im Sachsenspiegel erwähnt wird. Diese Art der Bestrafung wurde aber wahrscheinlich erst im Jahr 1224 durch den Reichslandfrieden Heinrich des Siebten eingeführt. Zur Erklärung, ein Landfriede ist nicht, wie man vielleicht meinen könnte, ein Friedensvertrag nach einer kriegerischen Auseinandersetzung, sondern unter einem Landfrieden sind Rechtsnormen zu verstehen, die das friedliche Zusammenleben der Bevölkerung sichern sollen. Es handelt sich dabei also um einen Akt der Gesetzgebung, was bei uns heute der Bundestag macht. Großes Ansehen erlangten die Bestimmungen des Sachsenspiegels im Mittelalter, obwohl es sich zunächst ja nur um eine Privatarbeit handelte. Bald behandelte man das Buch in Norddeutschland jedoch als Gesetz. Man übersetzte den Sachsenspiegel unter anderem ins Holländische, Lateinische und Polnische. Auch fertigte man Illustrationen an, um der einfachen Bevölkerung den Inhalt verständlicher zu machen. Der Sachsenspiegel hatte zum Teil bis ins 19. Jahrhundert hinein Geltung. In Thüringen trat er erst am 1. Januar 1900 außer Kraft. Er wurde dabei vom BGB, wie wir es kennen, abgelöst. Daran zeigt sich die herausragende Bedeutung dieses Rechtsbuchs. Die Regelungen des Sachsenspiegels sind sächsisches Gewohnheitsrecht. Er ist unterteilt in Landrecht und Lehnrecht. Das Landrecht ist das Recht der freien Leute, einschließlich der Bauern. Es regelt zum Beispiel Grundstücksangelegenheiten, Erbschaftssachen, den Ehestand, die Güterverteilung und Nachbarschaftsangelegenheiten. Außerdem umfasst es zudem Strafrecht und die Gerichtsverfassung. Das Lehnrecht, der zweite Teil, regelt das Verhältnis zwischen den Ständen im Land, beispielsweise die Wahl von Königen und Kaisern, die Lehenspflichten und so weiter. Man kann es vielleicht mit dem heutigen Verfassungsrecht vergleichen. Im Sachsenspiegel wird durch Eike von Repgow kein neues Recht gesetzt, sondern die Regelungen, wie sie sich aus der Gewohnheit heraus gebildet haben, werden gesammelt und dargestellt. Aus diesem Grund ist der Sachsenspiegel eben auch ein Spiegel seiner Zeit. Er orientierte sich an der Lebenswirklichkeit des Mittelalters. So findet man beispielsweise folgende Regelungen im Sachsenspiegel. Wer zuerst zur Mühle kommt, soll zuerst mahlen. Oder, wenn zwei erben, soll der Ältere teilen und der Jüngere wählen. Hieran zeigt sich deutlich, dass man den Sachsenspiegel nicht mit unseren heutigen Gesetzbüchern vergleichen kann, sondern er bietet einen Leitfaden für das Leben der Menschen. Wie bereits erwähnt, finden sich im Sachsenspiegel auch Vorschriften zum Strafrecht.
Das Strafverfahren des Mittelalters, wie es der Sachsenspiegel kennt, ist mit unseren heutigen strafrechtlichen Vorschriften kaum zu vergleichen. Beispielsweise wurde ein Verfahren nicht von Amts wegen eröffnet. Vielmehr lag dem Strafprozess der Grundsatz zugrunde, dass die Verfolgung von Delikten Privatsache war. Es herrschte also die Regel, wo kein Kläger, da kein Richter. Der Sachsenspiegel kannte außerdem die Todesstrafe. Folgende Delikte waren mit der Todesstrafe bedroht: Diebstahl, der über einen Umfang von 3 Schillingen hinausging, Raubmord, Friedensbruch, Ehebruch, Vergewaltigung, aber auch Zauberei und Giftmischerei waren mit dem Tode bedroht. Als Angeklagter hatte man die Möglichkeit, sich durch besondere Verfahren von dem Vorwurf zu reinigen, beispielsweise indem man einen entsprechenden Eid leistete. Die Möglichkeit eines derartigen Reinigungseids bestand aber dann nicht mehr, wenn der Kläger den Beklagten zum gerichtlichen Zweikampf aufforderte. Zu diesem Zweck musste der Kläger die Kampfklage erheben. Es war dabei auch möglich, dass jede Partei einen berufsmäßigen Kämpfer beauftragte. Derjenige, der obsiegte, hat für seine Partei den Beweisvorteil gesichert. Hieran lassen sich deutlich die Unterschiede zum heutigen Strafprozess erkennen. Der Zweikampf war ein Teil der noch im Sachsenspiegel herrschenden Gottesurteile. Der Sachsenspiegel kannte neben dem Zweikampf noch weitere Möglichkeiten der Beweiserhebungen, wie zum Beispiel den Kesselfang und das Tragen des glühenden Eisens. Beim Kesselfang musste der Beklagte in einen Kessel aus kochendem Wasser fassen. Beim Tragen des glühenden Eisens musste er glühende Eisenstücke in die Hand nehmen. An der Art der Hautveränderung, also der Verbrennungen, wollte man glauben zu erkennen, ob der Täter die Wahrheit sprach. Der Sachsenspiegel gab den Anstoß, dass in der Folge weitere Rechtsbücher verfasst wurden. Der Deutschen Spiegel und der Schwabenspiegel sind hier als bekannteste Vertreter zu nennen. Trotz seiner Bekanntheit und seiner langen Geltungsdauer muss man am Ende dennoch festhalten, dass dem Sachsenspiegel durch das Wiederaufkommen des römischen Rechts der Rang abgelaufen wurde. Das lag aber wohl vor allem daran, dass der Sachsenspiegel auf die Lebenswirklichkeit des Mittelalters zugeschnitten war. Das römische Recht hingegen war viel anpassungsfähiger und konnte so den Sachsenspiegel letztendlich verdrängen.